Ja, meine Damen und Herren, wir stehen hier vor der Eselswiese. Ein wichtiges Projekt für die Stadt Rüsselsheim und ein wichtiges Projekt für den Stadtteil Bauschheim. Damit die Bürger auch wissen, was hier passieren wird, welche Möglichkeiten, welche Chancen sich hier entwickeln werden können, gibt es eine Bürgerversammlung, zu der ich als Stadtverordnetenvorsteher die Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich einlade. Die Bürgerversammlung findet statt am Donnerstag, dem 5. September um 18 Uhr in Bauschheim im Bürgerhaus. Bei dieser Bürgerversammlung wird Stadtrat Nils Kraft eine Einführung geben über die Maßnahmen, über die Planung. Dann wird dieses Projekt von der Nassauischen Heimstätte ja betreut und Herr Zehe von der Nassauischen Heimstätte wird eine Präsentation uns zeigen und dann werden wir schon mal die ersten Details wissen. Wir werden aber auch ins Gespräch kommen mit den Beteiligten, mit dabei natürlich der Ortsvorsteher von Bauschheim, Werner Stahl, der genannte Stadtrat Kraft, Herr Kohmann von der Stadtverwaltung, Stadtplanung, aber auch natürlich Herr Zehe von der Nassauischen Heimstätte und meine Wenigkeit als Moderator. Und ganz am Ende, aber last not least, werden die Bürger Fragen stellen können, nachhaken können. Sie werden Dinge ansprechen können, die vielleicht noch nicht abgedeckt worden sind von dem Vortrag. Ich denke, das wird eine sehr informative Sache. Mir als Stadtverordnetenvorsteher ist es wichtig, die Bürgerinnen und Bürger in Rüsselsheim mitzunehmen bei diesem großen Projekt. Und da sollten alle mitdiskutieren, damit am Ende für Rüsselsheim, für Bauschheim eine gute Sache dabei rauskommt.